Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun in der Reihe Schritte durch die Bibel von Alfred P. Gibbs zum Teil 155, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, Johannes 5. Prüfet alles und das Gute behaltet. Als Leitvers Matthäus 9,12. Als aber Jesus es hörte, sprach er, die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Bethesda heißt zu Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Und was sich hier zu gewissen Zeiten ereignete, war eine Demonstration der göttlichen Barmherzigkeit. Erstens der Kranke. Er leidet seit fast 4 Jahrzehnten an einer schweren chronischen Krankheit und illustriert damit den trostlosen Zustand eines unerretteten Sünders. Erstens, er ist ein Mensch, der es viele Male erfahren hat, dass alle Bemühungen aus eigener Kraft, die Heilung herbeizuführen, das heißt, seine eigene Gerechtigkeit auszurichten, zum Scheitern verurteilt sind. Zweitens, er ist ein Mann, der seit 38 Jahren erfährt, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der ihm aus diesem Zustand heraus hilft. Selbst wenn sie sich einsetzen wollten wie Mose und Paulus, so könnten sie es doch nicht, weil sie selbst sündige Menschen sind. Drittens, die Barmherzigkeit Gottes, nach der er sich seit langem sehnt, von der er weiß und die andere vor seinen Augen widerfährt, ist für ihn unerreichbar. Ohne einen Mittler gibt es für ihn keine Hilfe. Das ist die Erkenntnis, zu der er gelangt ist. Römisch 2, der Mittler. Er ist fähig zu helfen, denn er ist ein Gesunder, das heißt, er ist gerecht und ohne Sünde. Auch mit diesem Gang nach Jerusalem erfüllte er das Gesetz. Zweitens, er geht nach Bethesda. In der vom hellenistischen und römischen Heidentum verderbten Stadt, siehe, wie ganz Jerusalem einst auf die Kunde von der Geburt Christus mit Schrecken reagierte, weiß er sich in das Haus der Barmherzigkeit seines Vaters geführt. Drittens, unter all den vielen Kranken, die sich dort befinden, sieht er nur den erbarmungswürdigen einen, der an sich selbst und anderen restlos zu Schanden geworden ist. Zu ihm, der vor ihm liegt, in seinem Leid und in seiner Hoffnungslosigkeit, neigt sich der Gottessohn innerlich bewegt hinab, denn er weiß alles um ihn. Viertens, durch seine Frage führt ihn der Herr zu einem offenen, demütigen Bekenntnis seiner eigenen Unzulänglichkeit. Der Mensch spricht im Hochmut seines Herzens, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Diese Geschichte straft ihn Lügen. Unerreichbar für die Hoffart des Menschen ist der Weg des Lebens und zu Gott, der nur über das Bekenntnis zu Jesu Füßen gefunden wird. Herr, ohne dich bin ich verloren. Du, Herr, bist meine einzige Hoffnung und Rettung. Unerreichbar für die Hoffart des Menschen ist der Weg des Lebens und zu Gott. Johannes 14,6, der nur über das Bekenntnis zu Jesu Füßen gefunden wird. Herr, ohne dich bin ich verloren. Du, Herr, bist meine einzige Hoffnung und Rettung. Fünftens, was in 38 Jahren weder der Kranke noch selbst jemand vermochte. Dazu genügte bei dem Herrn Jesum Christum ein Wort, und der Kranke ist alsbald gesund. Petrus fasst seine diesbezüglichen Erlebnisse in einem großartigen Satz zusammen. Beachte, auch wie dieses
charakteristische Wort alsbald die Wirksamkeit unseres Herrn begleitete, besonders auffallend im Markus-Evangelium, eine treffende Beschreibung der Erfahrung dieses Menschen, dieses Mannes finden wir, Hiob 33, Vers 19 bis 28. Ist es auch unsere persönliche Erfahrung? Sechstens, sündige hinfort nicht mehr. Vers 14, er ist durch die enge Pforte in das Leben eingetreten. Nun ruft ihn der Herr in seine Nachfolge auf dem schmalen Weg. Beachte, wie wichtig dem Herrn diese Ermahnung ist. Die Neugierde des drängenden Volkes hatte eine Fortsetzung des Gesprächs am Teich Bethesda verhindert. Der Herr aber geht ihm nach, bis er ihn gefunden hat, um ihm diesen Satz noch zu sagen. Es ist ihm nicht genug, uns zu erlösen, er will uns auch heiligen. Dass er ihn im Tempel findet, ist gewiss ein gutes Zeichen. Dass der Geheilte den Juden Jesu Name angab, wird verhängnisvolle Folgen haben. Doch heißt es nicht, dass er den Namen verriet, sondern dass er ihn den Juden verkündete. Siebtens. Auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Hier zeigt uns der Herr Jesus die ungeheure Verantwortung, die wir für unser eigenes Leben tragen. Ärger als die schwerste Strafe, die uns in diesem Leben treffen kann, ist die ewige Strafe des höllischen Feuers. Niemand hat immer wieder so davor gewarnt wie der Herr Jesus, denn er allein kann es beurteilen. Römisch 3. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, Jesaja 53, 4. Der Mensch, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dies tat er für den Preis seines eigenen Lebens. Die Folge dieser Errettung eines verlorenen Menschen war für ihn das Kreuz von Golgatha. Die Heilung war an einem Sabbat geschehen und der Geheilte ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus ist, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesum und suchten ihn zu töten, weil er es am Sabbat tat. Und das war nicht nur ihre vorübergehende Absicht. Der Hass der Juden entzündete sich an dieser Tat, dauerte fort und steigerte sich durch sein weiteres Wirken und Lehren bis zu seiner schließlichen Kreuzigung. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Jesaja 53, Verse 5 bis 6. Gruß im Herrn Jesus Christus, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt hat das alles unser Bruder Antonino. Nochmals ganz herzlichen Dank.